Nach dem gleichen Schema lässt sich jetzt auch die Aufgabe 3.1 lösen, die Bestimmung von Ammoniumionen. Und zwar ist die Aufgabenstellung folgende bei der Teilaufgabe A, und nur die sollen Sie bitte alleine lösen. 1,455 Gramm einer Probe enthalten unter anderem Ammoniumsulfat. Sie wird mit H2O gelöst und dann 25 Milliliter 0,5 molare NaOH mit dem Titer 0,991 zugegeben. Das entstehende NH3+ wird durch Sieden der Lösung ausgetrieben. Nach Abkühlung werden bis zum Äquivalenzpunkt 28,7 Milliliter Salzsäure verbraucht mit 0,1 Mol pro Liter und einem Titer von 1,010. Berechnen Sie W-Ammoniumsulfat in der Probe. Das können Sie ganz genauso lösen, wie wir das vorher an der Beispielaufgabe gemacht haben. Sie rechnen erstmal aus, wie groß die Anfangsmenge ist, die man eben dazu gibt an NaOH. Und dann können Sie eben auch die Restmenge berechnen und die Aufgabe alleine lösen. Drücken Sie also bitte jetzt auf Pause und lösen Sie die Aufgabe fertig, bevor es dann hier weitergeht. So, ich habe in der Zwischenzeit auch gerechnet. Und zwar ist die folgende Musterlösung. Die Anfangsmenge an NaOH, die man dazu gibt, die ist ja C mal V mal T. Und wenn man eben die Werte einsetzt bei der Aufgabe, also die 0,5 Mol pro Liter, der Titer 0,991 und die 25 Milliliter, dann kommt man auf diese Stoffmenge an NaOH. Die nennt man häufig auch N0-NaOH, die Anfangsmenge. So, die Restmenge an NaOH, die wurden durch eine Titration bestimmt. Und zwar hat man eben zu dieser Restmenge HCl getropft und die reagieren im Verhältnis 1:1. Und da eben auch angegeben ist, welches Volumen HCl man zugibt und der Titer und die Konzentration angegeben ist, dieser Maßlösung, kann ich also die Stoffmenge berechnen, die ich an HCl dazugebe. Das sind eben 0,0028987 Mol. Und da die eben im Verhältnis 1:1 reagieren, kann ich also auch sagen, die Restmenge an NaOH, die nach der Reaktion mit dem Analyt vorhanden war, die ist genauso groß, nämlich 0,0028987 Mol. So, aus dieser Differenz zwischen der Anfangsmenge und der Restmenge kann ich ausrechnen, welche NaOH-Menge verbraucht wurde zur Abreaktion mit dem Analyt. Deswegen habe ich hier die Differenz gebildet, kommt raus 0,0094888 Mol. Ich habe auch dazu geschrieben, wurde bei der Reaktion mit NH4+ verbraucht. Diese NaOH-Menge hier. So, die Reaktionsgleichung, bei der eben das NaOH verbraucht wurde, habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Das ist die Reaktionsgleichung, die stattfindet zwischen dem Analyt und dem Reagenz. So, wenn man es mit Ammonium formuliert, dann ist es eben so, NaOH plus Ammonium reagiert zu Ammoniak, das treibt aus, und H2O. So, die verbrauchte NaOH-Menge, ist ja die Differenz gewesen, ist dieselbe wie die NH4-Plus-Menge, die vorhanden war, weil das eben im Verhältnis 1:1 miteinander reagiert. So, da muss man, wenn man das in der Art und Weise berechnet, muss man am Schluss bloß noch dran denken, dass Ammoniumsulfat ja 2 Ammonium enthält pro Ammoniumsulfat. Das heißt, die Stoffmenge an Ammoniumsulfat, die ist gerade halb so groß wie die Stoffmenge an Ammonium. Wenn ich 2 Ammonium zum Beispiel gefunden habe als Ergebnis, dann wäre nur ein Ammoniumsulfat vorhanden. Oder wenn ich 4 Ammonium gefunden hätte, dann wären 2 Ammoniumsulfatteilchen vorhanden. Also ich muss es noch durch 2 teilen. Das habe ich dann eben hier gemacht. 2 Ammonium entsprechen einem Ammoniumsulfat und deswegen habe ich das einfach durch 2 geteilt, um auf diese Zahl zu kommen. So, und dann ist es ja einfach. Dann muss ich das bloß noch in eine Masse umformen. Das ist dann 0,6272 Gramm. Und ausrechnen, wie viel Prozent das sind von der eingesetzten Masse der Probe. Und wenn man das eben ausrechnet, diesen Massenanteil, kommt man auf 43,1%. Man kann allerdings, wenn man will, das natürlich auch etwas anders aufschreiben. Man kann auch direkt mit dem Ammoniumsulfat rechnen. Wenn ich nämlich NaOH zugebe zum Ammoniumsulfat und in Ruhe reagieren lasse, kann ich auch schon mal das so aufschreiben. Also ein Ammoniumsulfatteilchen reagiert mit 2 NaOH zu 2 Ammoniak und Natriumsulfat und Wasser. Weil jedes Ammonium
wird ja deprotoniert und für jedes Ammonium brauche ich ein OH-. Das heißt, ich brauche dann zwei Stück pro Ammoniumsulfat. Ne? Und wenn man das eben so rum aufschreibt, dann kann man aus der NaOH-Menge, die man hat, das war ja die Differenz, kann man eben direkt, kann man auf die Ammoniumsulfat-Menge schließen. Hier muss ich aber dann direkt hier 2:1 teilen. Also sehen, weil das ja 2:1 ist, muss ich das hier eben hier teilen und komme dann direkt auf die Ammoniumsulfat-Stoffmenge. Und das ist dieselbe Menge, die ich natürlich auch bei der alternativen 1 raus habe. Und dann kann ich dann von hier aus dann direkt weitermachen und komme auch zu meinen 43,1%. Das sind also die beiden Rechenwege, die man eben hier verfolgen kann. Außerdem hätte es noch hier Alternativen gegeben, dass man über Massenanteile und so weiter rechnet. Hauptsache ist, man hat den Rechenweg verstanden und steigt selber durch und formuliert es so, dass es auch andere verstehen vom Rechenweg her. Die Aufgabe 3.1b ist ähnlich wie die 3.1a, allerdings gibt es einen Unterschied. Und zwar von der Aufgabenstellung ist es ja folgende. 25 Milliliter einer Salzlösung enthalten Ammoniumionen. Es werden 100 Milliliter verdünnte Natronlauge zugegeben und die Lösung einige Zeit gekocht, sodass das Ammonium vollständig zur NH3 reagiert und austreibt. Die überschüssige Natronlauge verbraucht nach dem Abkühlen 17,5 Milliliter Salzsäure. Sie sehen also die Stoffsysteme und so weiter, das ist alles sehr ähnlich. Aber jetzt kommt hier noch was dazu. Blindprobe. Ersetzt man die Salzlösung durch Wasser, ändert ansonsten in der Durchführung aber nichts, so werden 26,9 Milliliter der Salzsäurelösung verbraucht. Berechnen Sie CNH4+ in der Probe. Wenn man sich die mal anschaut und vergleicht mit der Teilaufgabe A, dann sieht man, dass es einen großen Unterschied gibt, und zwar bei der B steht nicht der Gehalt der Natronlauge dabei. Es steht zwar, es werden 100 Milliliter verdünnte Natronlauge zugegeben, aber sowohl die Konzentration als auch der Titer ist nicht gegeben. Weiterhin stellt man aber fest, es wird eben noch eine zweite Probe angesetzt, die sogenannte Blindprobe, und bei der Blindprobe ist halt keine Salzlösung eingesetzt worden, sondern Wasser. Ansonsten wird das Ganze aber genauso durchgeführt. Also es wird auch hier wieder genau 100 Milliliter dieser verdünnten Natronlauge zugesetzt, deren Gehalt aber nicht bekannt ist. Ich weiß aber, es wird auch hier das gleiche Volumen eingesetzt. Und Analyt ist nicht enthalten. Und dann, wenn ich danach titriere, nach diesem Erhitzen und dem Sieden, dann werden 26,9 Milliliter Salzsäure verbraucht bei der Blindprobe. Bei der Probe waren es 17,5 Milliliter. Es wird also mehr Salzsäure verbraucht. Das mag oberflächlich betrachtet ein Widerspruch, als Widerspruch erscheinen, weil ja die Blindprobe kein Analyt enthält. Und wenn kein Analyt drin ist, würde man ja erwarten, wird auch wenig Salzsäure verbraucht. Aber das ist ja gerade nicht so, weil es ist ja, dass man die Reste, die übrig gebliebenen Reste titriert. Und bei der Blindprobe, da bleibt die Natronlauge, die man dazu gibt, vollständig erhalten. Da ist ja kein Analyt vorhanden, mit dem die abreagieren könnte. Und deswegen, weil die Natronlauge vollständig erhalten bleibt, braucht man natürlich auch mehr Salzsäure-Maßlösung, um die vollständig umzusetzen. Das macht also schon Sinn, dass bei der Blindprobe bei Rücktitrationen mehr Maßlösung verbraucht hat. So, diese Art von Rücktitration gibt es auch häufig. Das ist eine sogenannte Rücktitration mit Blindprobe. Das schreiben wir uns also gerade auf als Überschrift. Rücktitration mit Blindprobe. Auch hier können wir ein solches Schema aufstellen wie bei der anderen Rücktitration. Wir haben hier eine Stoffmenge, die man auftragen kann auf so eine Achse.
Und auch diesmal gibt es eine bestimmte Stoffmenge an Analyt, die drin ist und die man bestimmen muss. Auch hier wieder die Analytmenge. Es wäre keine Rücktitration, wenn man nicht einen Überschuss zugeben würde an Maßreagenz. Halt nicht an Reagenzmenge, wir haben das nur Reagenz genannt. Also wir haben auch hier eine Reagenzmenge. Aber die Anfangsmenge an Reagenz ist nicht bekannt, weil der Gehalt der Natronlauge war ja bei unserem Beispiel nicht angegeben. Aber es muss auf jeden Fall ein Überschuss sein. Nicht bekannt, Anfangsmenge. Ne? Und auch hier gibt es eben eine bestimmte Menge dieses Reagenzes, die äquivalente Menge, die eben mit dem Analyt reagiert. Und auch hier gibt es einen Überschuss. Und auch hier wird dieser Überschuss, genau wie vorher auch, durch eine Titration ermittelt. Das ist ein Rest, was übrig bleibt, wird durch Titration ermittelt. So, das ist die Probe. Neben einer Probe gibt es aber eben auch eine Blindprobe. Und bei dieser Blindprobe mache ich hier einfach hier an der Stelle hin, wird die gleiche Menge an Reagenz dazu gegeben, auch wenn die vom Zahlenwert her nicht bekannt ist. Aber es ist auch hier bei unserer Aufgabe zum Beispiel 100 Milliliter, die man zusetzt. Und die Blindprobe hat ihren Namen daher, dass sie keinen Analyten enthält. Das heißt hier beim Analytenbalken, da muss ich praktisch 0 hinmachen. Ich mal so ganz symbolisch einen ganz kleinen Sinn. Also soll hier der Analyt sein, das ist praktisch 0. Analyt. 0,000 Mol. So, das ist die Blindprobe. Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen weiter dahin. Blindprobe. Da kein Analyt drin ist, wird das gesamte Reagenz hier erhalten bleiben. Reagiert nichts von ab. Und deswegen kann ich das hier auch einkreisen. Der Überschuss sozusagen, der ist hier, bleibt vollständig erhalten. N Rest, das ist also auch hier wieder N Rest. Und ich schreibe noch hin, Reagenz bleibt vollständig erhalten. Bleibt vollständig erhalten. Das heißt, mit anderen Worten kann man auch drunter schreiben, N Rest ist gleich N0. Man sieht auch hier, dass hier die Stoffmenge an Reagenz ja vollständig erhalten bleibt und natürlich brauche ich dann bei der Titration, um diese Stoffmenge zu bestimmen, auch mehr Maßreagenz, während hier weniger Maßreagenz benötigt wird. Und aus dem Unterschied oder aus der Differenz an Volumen, an Maßlösung, die ich hier und hier brauche, aus diesem Volumenunterschied kann ich letzten Endes über die Reaktionsgleichung berechnen, wie groß diese Stoffmengendifferenz ist, und das ist die an Reagenz, und das ist eben genau die, die ich brauche. Also das hier, das kann ich sozusagen berechnen, indem ich einfach die beiden Volumina voneinander abziehe, die bei der Titration dann benötigt wurden, hier und hier. Also schreiben wir hin, aus Delta V berechenbar. Und zwar mit dem Koeffizientenverhältnis der Titration.
Das heißt, ich weiß zwar nicht, wie groß die Anfangsmenge ist an NaOH, die ich zusetze, aber aus der Volumendifferenz an Salzsäure bei der Titration, aus dieser Volumendifferenz kann ich mit dem Koeffizientenverhältnis auf die NaOH-Differenzmenge schließen. Und diese NaOH-Differenz ist nämlich genau das, was man dann in eine Analytmenge umrechnen kann. Wir können also gerade drunter aufschreiben, die Volumendifferenz Delta V an Maßlösung zwischen Probe und Blindprobe. Ist auf die Anwesenheit von Analyt in der Probe zurückzuführen. Und aus dieser Volumendifferenz lässt sich halt eben auf den Reagenzverbrauch schließen. Aus Delta V. Aus Delta V lässt sich auf den Reagenzverbrauch durch den Analyten schließen. Schauen wir uns das mal konkret für die Aufgabe 3.1 an. Da wurde hier das Reagenz-Natronlauge, das wurde ja bestimmt, indem man mit HCl titriert hat. Das heißt, die Titrationsreaktionsgleichung ist folgende. Wir haben HCl und NaOH, die zu NaCl reagieren und H2O. So, bei der Probe hat man verbraucht 17,5 Milliliter Salzsäure, bei der Blindprobe hat man 26,9 Milliliter Salzsäure verbraucht. Mit einem Gehalt von 0,1 Mol pro Liter und diesem Titer. So, aus dieser Volumendifferenz kann ich sozusagen ziemlich einfach dann die Stoffmengendifferenz an HCl ausrechnen zwischen Probe und Blindprobe, diese Differenz. Und diese Molzahl, die ich hier berechne, die entspricht wegen dem 1:1 Verhältnis genau der Stoffmenge an NaOH, die eben verbraucht wurde bei der Reaktion zwischen dem Analyten und dem NaOH. Also aus dem NaOH, dieser Stoffmenge hier, kann ich dann mit der zweiten Reaktionsgleichung, weil ja das NaOH mit dem Ammonium reagiert, dann auf den Ammoniumgehalt schließen. Das ist also der Trick. Und beide Rücktitrationsarten sind weit verbreitet. Entweder eine mit Blindprobe oder eine, wo die Anfangsmenge an Reagenz bekannt ist. Rechnen Sie also bitte diese Aufgabe 3.1b selber aus und drücken Sie jetzt auf Pause. So, ich habe das jetzt auch mal ausgerechnet. Ich hoffe, Sie kommen zu den gleichen Ergebnissen. Also hier einmal Delta N HCl, ist also C mal Delta V mal T, komme ich auf 0,000994 Mol. Und wegen dem 1:1 Verhältnis ist also die NaOH-Stoffmenge auch 0,000994 Mol. Und das ist eben die NaOH-Menge, die verbraucht wurde, um das Ammoniak in der Probe umzusetzen. Und das ist also die Reaktionsgleichung wieder für das Umsetzen des Analyten. Und da das hier eben auch 1:1 ist,
kann man auch sagen, hier die Stoffmenge an Ammoniumionen ist auch 0,000494 Mol. Bei dieser Aufgabe B war ja die Stoffmengenkonzentration auszurechnen an Ammoniumionen und die ist dann halt eben entsprechend 0,000494 Mol geteilt durch 0,025 Liter, also 25 Milliliter. Und die Konzentration ist dann 0,037976 Mol pro Liter, ungerundet. Und sie sollen ja aber die Endergebnisse immer runden. Und das sind also gerundet ungefähr 38,0 Millimol pro Liter, die man hier rausbekommt. Die nächsten beiden Aufgaben, die sollen sie alleine machen, bitte. Und die gehen nach dem gleichen Prinzip. Eine davon ist mit Blindprobe, eine ist ohne Blindprobe, dass sie mal beide Möglichkeiten einer Rücktitration selber nutzen und alleine ausrechnen. Hier ist manchmal noch eine Aliquotierung zu berücksichtigen. Das heißt, gucken Sie, dass Sie da also auch entsprechend dann das Hochrechnen an der passenden Stelle. Aber vom Grundsatz her wird es ganz genauso gerechnet wie die Aufgaben, die wir vorher auch hatten. Und rechnen Sie es also bitte aus. Die Lösung, die finden Sie dann auch irgendwann mal unter laborberufe.de bei diesem Arbeitsblatt.